Der Goldbachtli geht schürfen. Im Winter geht's noch. Und zwar mache ich das aber mit ganz gutem Gewissen und ich erkläre euch gerade warum. Und zwar haben ich und mein Bruder da so eine kleine, ja, ich würde jetzt nicht sagen, Erfindung gemacht. Aber wir haben uns etwas überlegt, wie man Gold waschen kann, ohne die Gewässer zu betreten. Und zwar tun wir da das Material vorsieben. Das kommt da rein, geht durchs Sieb, durch die Löcher, in drinnen, wenn man dann einen anderen Kübel Wasser drüber leert. Wie das funktioniert, zeigen wir euch jetzt gerade rasch. So, also, da haben wir das vorgesiebte Material, haben wir herausgefunden, dass es besser geht so. Die tun wir jetzt da oben rein. Kippen Wasser genommen. Wunderbar, wie das funktioniert. Das Einzige, wie man das Wasser muss betreten muss, ist so, zum Rasch Wasser holen. Ja. Ja, wieder leeren. Keine Ahnung, ob man das jetzt sieht. Das ist schon 55. Ja. Ja. Und bitte. Thank you.
Aha, machst du Musik, oder? Nächstes Mal holen wir sicher etwas mit Metall. Ja? Aber es leckt ein bisschen. Lauft aber zu. Null. Viel Blei halt. Hey, das ist ja mega die geile Stelle. Wir haben richtig Gold gefunden dort. Das System funktioniert, das ist doch toll. Wir machen den Fischen nichts leid. Ich denke, so können wir gleich weiter schürfen im Winter. Halt trotzdem auch geschmeidig bleiben. Aber mal, ich glaube, die Konstruktion können wir im Metall fassen. Ich zeige euch das Gold. Jetzt weiss ich nicht, wo ich bin. Ich zeige euch das Gold. Da, Rascha, vom Tag. Und hey, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Das hat Spass gemacht. Bis gleich. Ciao zusammen.